Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Video möchten wir dir Übungen zeigen, mit denen du deine Körperhaltung verbessern kannst. Deine Körperhaltung ist die Stellung deines Körpers, die entsteht durch das Zusammenwirken von Muskeln, Bändern, Sehnen und Knochen. Und Hauptursachen für eine schlechte Körperhaltung könnten zum Beispiel sein, dass du muskuläre Dysbalancen hast, aber auch wenn du sehr lange Sitzzeiten hast oder wenn du schlechte Gewohnheiten hast, kann das dazu führen, dass deine Körperhaltung schlechter wird. Und dann entwickeln sich meistens Fehlhaltungen. Die bekanntesten habt ihr sicher auch alle schon mal gehört. Das ist sowas wie der Rundrücken, Hohlkreuz oder der Handynacken. Es gibt viele gute Gründe, seine Körperhaltung zu verbessern. Denn mit einer aufrechten Körperhaltung wirkst du selbstbewusster, du fühlst dich besser, du hast mehr Energie und deine Rückenschmerzen werden auf jeden Fall gelindert werden. Also bleib jetzt direkt dran und ich wünsche dir viel Spaß mit unseren Übungen. Jetzt machen wir also ein paar Übungen, mit denen du eine gesündere Körperhaltung bekommen kannst. Also gesündere Körperhaltung heißt zum Beispiel, dass die Halswirbelsäule gerade ist, dass die Arme und der Rücken auch gerade in Verlängerung dazu hängen können, dass das Becken leicht nach vorne gekippt ist, also wirklich nur leicht, dass man hier kein Hohlkreuz hat und dass die Füße etwa hüftbreit aufgestellt sind und so minimal nach außen zeigen. Die erste Übung, die wir jetzt machen, heißt Superman. Gehe dafür auf die Matte und lege dich auf den Bauch. Strecke dich richtig aus, schau, dass du hier ein bisschen Platz hast und nirgendwo gegenkommst. Und dann hebe gleichzeitig Arme und Beine hoch. Kannst erstmal so halten, strengt ein bisschen an. Und danach kann man diese Übung aber auch sehr gut dynamisch machen. Also komm wieder runter. Und wieder hoch. Das kannst du mehrmals jetzt machen, bis zu 10 Mal etwa. Du hast hier wirklich eine schöne Kräftigung der Muskulatur, vor allem im unteren Rücken, im Gesäß, in den oberen Rücken, aber auch in den Schultern. Also eine schöne Übung für eine gesamte Kräftigung der rückseitigen Muskulatur. Na, dann können wir die Übung auch wieder beenden. Du kannst jetzt einfach liegen bleiben oder dich wieder aufsetzen und wir kommen zur nächsten. Die nächste Übung, die sehr gut ist für eine gesunde Körperhaltung, sind Kniebeugen. Dafür kannst du dich einfach hinstellen, die Beine etwa hüftbreit wieder auseinander, die Füße zeigen nach vorne, so ganz leicht nach außen. Und wichtig bei dieser Übung ist jetzt, dass der Rücken gerade bleibt und dass die Knie wirklich hier in Richtung der Füße runtergehen. Also wir können es mal gerade zeigen, wie es falsch wäre. Wenn du mit den Knien so ganz weit über die Füße kommst, dann bringt die Übung nicht viel. Deswegen, ja, die Schienbeine so gesehen bleiben, zeigen nach oben und du drückst den Po hinten so richtig raus. Die Arme können dann nach vorne gehen, Schulterblätter so ein bisschen nach hinten ziehen. Rücken bleibt gerade und diese Position dann halten oder auch hier in die Dynamik reinkommen, indem du diese Übung einfach ein paar Mal machst, indem du hoch und runter gehst. Und das ist auch eine Übung, die dir eben hilft, im Alltag dann auch, wenn du sie ein paar Mal machst, in eine gesunde Körperhaltung reinzukommen, einfach indem du hier diesen ganzen Rückenbereich trainieren kannst. Die nächste Übung wird Walls Angel genannt. Stell dich dafür mit dem Rücken an eine Wand. Die Füße kannst du an die Wand ranbringen, aber sie ist ein bisschen leichter, die Übung, wenn du ein bisschen Abstand mit den Füßen zur Wand hast. Wichtig ist, dass das Gesäß, die Schulterblättern und jetzt gleich auch die Ellbogen an der Wand dran sind. Um die Übung zu beginnen, bring jetzt mal die Arme, Ellbogen und Hände an die Wand. Erstmal in dieser Position, ne, wichtig, Gesäß ist an der Wand. Kannst hier, also ich kann jetzt hier mal gucken, dass wirklich auch der Rücken, dass hier nicht zu viel Platz ist an der Wand. Um es ein bisschen zu vereinfachen, kann man hier auch dann wieder ein bisschen nach vorne kommen. Wenn du diese Position jetzt so siehst, dann kann das schon ganz schön anstrengend sein. Ich habe es eben selber auch gemacht. Bei mir ist das hier schon wirklich auch anstrengend, aber es ist auch eine wunderschöne Dehnung hier in der Brust einfach. Wenn das jetzt für dich noch nicht ausreicht, kannst du jetzt als nächstes die Arme auch mal nach oben geben. Das intensiviert das Ganze noch etwas. Man sieht jetzt auch bei der Laura, dass es schon etwas anstrengend ist, das Ganze. Aber halte die Position ruhig und
Das stärkt dann jetzt hier wirklich deinen ganzen hinteren Bereich. Und wir lösen jetzt aber wieder auf. Und ich wünsche dir auch viel Freude mit der Übung zu Hause mal beim Ausprobieren. Wir haben jetzt ja gerade schon die Brust ordentlich aufgedehnt. Jetzt machen wir aber noch eine Übung, die jetzt speziell auch für die Brust gedacht ist und das Ganze noch etwas intensiviert. Stell dich dafür parallel an eine Wand ran und bringe dann den Arm nach hinten, so ungefähr senkrecht. Und jetzt kannst du dich hier so ein bisschen reindehnen und dich mit von der Seite her von der Wand wegdrehen, also Gesicht und Körper etwas von der Wand wegdrehen, sodass du jetzt hier in diesem Bereich wirklich eine Dehnung spüren kannst. Wenn du jetzt nicht so viel Platz hast oder das angenehmer für dich ist, kannst du jetzt auch den Ellbogen anwinkeln und die Hand nach oben gehen, den Arm. So kannst du die Übung genauso machen. Dann hast du dann am Ende ein bisschen weniger Dehnung im Armbereich. Und auch hier schön die Position halten, wegdrehen von der Wand und ruhig weiteratmen. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten machen, also dann auflösen, umdrehen und dann können wir das jetzt auch auf der rechten Seite machen. Wir haben jetzt hier sofort angewinkelt, Oberkörper wegdrehen, schön in die Dehnung hier reingehen, kannst du ein bisschen nachdrücken, wenn es dir noch nicht ausreicht von der Dehnung und dann einfach in der Position etwas bleiben, ruhig weiteratmen und wir lösen das Ganze wieder auf. Für die nächste Übung, das Kamel, knie dich auf die Matte und zwar so, dass du jetzt nicht mit dem Po auf die Fersen kommst, sondern erstmal gerade bleibst. Es ist manchmal ein bisschen schwer, in diese Übung reinzukommen, aber wenn man mal drin ist, ist es sehr angenehm. Und zwar bringst du jetzt deine Hände auf die Fersen. Also, du siehst, Hände sind auf den Fersen, der Kopf kann jetzt auch zurückgehen, wenn du keine Probleme jetzt mit der Halswirbelsäule hast und dann kommst du schön jetzt in diese Übung rein. Wichtig ist, tief weiter atmen, ein- und ausatmen. Und es ist jetzt eine wunderschöne Übung für die Körperhaltung, weil wir ja oft den ganzen Tag eher so ein bisschen nach vorne zusammensacken. Und jetzt haben wir eben eine komplette Dehnung dieser kompletten Vorderseite des Körpers. Wenn du jetzt in diese Übung nicht so gut reinkommst, kann man das auch etwas vereinfachen, indem du einfach die Hände hier in die Hüften legst und dann im Prinzip das Gleiche machst, nur nicht so intensiv. Also Hände in die Hüften und dann legst du dich auch zurück, Kopf geht nach hinten und auch dann hast du eine schöne Dehnung hier in der Rückseite. Wichtig ist hier wirklich weiter zu atmen, tief ein- und auszuatmen, eine Weile in der Position drin bleiben, bis du die Übung auch dann wirklich vielleicht genießen kannst. Wir lösen jetzt auf und spüren dann einfach noch ein bisschen nach. Ich hoffe, dass dir die Übungen helfen, deine Körperhaltung zu verbessern. Auch im Alltag gibt es so ein paar Dinge, die man beachten kann, damit es der Körperhaltung gut tut. Zum einen ist es wichtig, darauf zu achten, dass wenn du etwas Schweres hochhebst, dass du versuchst, das mit beiden Armen zu machen. Also nicht nur von einer Seite etwas hochheben, sondern wenn es geht, mit beiden. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das Handtasche tragen. Jetzt speziell bei Frauen ist es halt auch so, dass wenn man das Gewicht jetzt den ganzen Tag auf einer Seite nur hat, dass das auch für die Körperhaltung nicht so gut ist. Da kann man dann mal überlegen, hier und da auch mal den Rucksack zu nehmen. Auch im Büro ist es sinnvoll, nicht den ganzen Tag zu sitzen, sondern vielleicht 40 Minuten sitzen, 15 Minuten auch im Stehen arbeiten und wirklich einmal die Stunde sich für 5 Minuten auch bewegen. Ich hoffe, dass dir, wie gesagt, die Übungen und die Tipps hier weiterhelfen. Schreib gerne mal unten in die Kommentare rein, was deine Herausforderungen so sind für eine gute Körperhaltung. Gib dem Video gerne ein Like. Für weitere Informationen schau gerne mal auf unserer Website vorbei. Und ich würde mich auch freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.